diesem Video geht es um den NRF 24. Das ist eine erweiterte Version, die mehr Reichweite bringen soll. Und wir zeigen, wie diese mit dem Arduino Uno verwendet wird. Der Testaufbau gestaltet sich relativ einfach. Wir haben hier zwei Arduino Boards. Ein NRF-Modul ist der Sender und der zweite ist der Empfänger. Und beide sind an einen eigenen PC angeschlossen. Das rechte Board ist der Sender. Hier läuft außerdem ein Counter, der pro Sendeversuch sich um den Wert 1 erhöht und diesen Wert an den zweiten Arduino sendet. Der zweite Arduino zeigt das Ergebnis im Serial Monitor an. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Board erfolgt über die SPI-Schnittstelle, das sind hier vier Datenleitungen, plus einen CE- und CSN-Pin, den man separat im Arduino IDE, also in der Software, noch definieren muss. Wichtig ist auch, das Modul darf nicht an die 5 Volt Versorgung angeschlossen werden, sondern lediglich an die 3,3 Volt Versorgung. Den Schaltplan, die Pin-Belegung, einen Link zur Library und alles, was sonst noch benötigt wird, gibt es natürlich wie immer auf unserer Website. Den Link dazu haben wir hier auch in der Videobeschreibung bereitgestellt. Auf unserem Notebook haben wir den Sender angeschlossen. Hier wird alle 500 Millisekunden ein Datensatz, also ein String, an den Empfänger gesendet. Am Empfänger werden die empfangenen Characters wieder in einen String umgewandelt. Und dieser String wird auch im Serial Monitor angezeigt und sollte ident sein mit dem Serial Monitor vom Sender. In einem weiteren Video möchten wir außerdem noch einen Reichweitentest machen, denn diese Module versprechen ja teilweise eine Reichweite von mehr als 1000 Meter. Ob das wirklich stimmt, werden wir bei unserem Testvideo unter Beweis stellen.